Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Kanal und zu Tag 2 hier auf unserer Taiwan-Tour. Wir sind heute in der Froschfarm und zeigen euch mal, was hier so abgeht. Viel Spaß beim Video. Kurze Info an euch, der Besitzer spricht Englisch und wir wollen die Videos ja in Deutsch machen. Deswegen ist Andreas eben schon mal mit dem Besitzer hier eine Runde gegangen. Ich war noch nicht drin und hat sich ein bisschen was erklären lassen. Deswegen können wir euch das Ganze jetzt auf Deutsch wiedergeben. Genau, ich sag mal guten Morgen. Wir haben jetzt ca. 9 Uhr am Tag 2 und zwar... Bei euch ist es 2 Uhr? Genau, am Tag 2 unserer Taiwan-Reise. Und ja, wie gesagt, ich bin schon mal gebrieft worden, deshalb würde ich sagen, wir gehen mal direkt rein. Hello Damon, nice to meet you. Nice to Thank meet you. Thank you that we visit your, can visit your company. Yeah. And so, machen wir jetzt wieder auf Deutsch weiter. Genau. Hallo. Very nice, nice to meet you. Very nice to meet everyone. Yeah. Also, er sagt Hallo zu allen. Ich denke, das haben wir alle verstanden. Genau, genau. Gehen wir mal rein. Hier geht's los. Hier sind die Pac-Man-Frösche. Die werden Pac-Man-Frösche genannt, weil die so große Mäuler haben. Und deshalb der ich Name seh jetzt, Pac-Man. Ich sehe jetzt gerade nur Plastikboxen. Genau, Plastikboxen. Ich würde sagen, wir gehen noch ein Stück weiter. Das ist eine Farm, also hier wird gezüchtet und auch verkauft irgendwie. Richtig, genau. Und hier können wir sehen, wie die Tiere einzeln gehalten werden. Die fressen sich leider gegenseitig und sind auch aggressiv zueinander. Also die fressen auch alles, was ins Maul reinpasst. Genau, ne? Alles. Also alles, was in den Frosch reinpasst, wird gefressen. Es gibt ja so Wiege-Wettbewerbe, wo die Tiere dann gemästet werden. Und ja, hier kann man schon sehen, das ist ein Weibchen hier. Woran erkennt man das, dass es ein Weibchen ist? Etwas breiter vom Körper her, dass die Eier drin sind. Ja. Ja, hast du? Ja. Okay. Und da ist jeder für sich einzeln und die Tiere werden so nicht lange gehalten. Das heißt, innerhalb von ca. 2 Wochen gehen die schon in den Verkauf ab dieser Größe. Okay, und wie lange dauert das von der Kaulquappe? Da sind wir ja noch gar nicht. Genau, ich zeige es euch gleich und erkläre es euch auch dann gleich an den Tieren. Das ist wahrscheinlich das Beste. Gut, dann können wir hier nochmal reingucken. Das ist dann wahrscheinlich auch ein Weibchen, oder? Ja. Okay. Und das sind jetzt spezielle Zuchtformen oder was sind das? Genau, also das auch dem Demon, Albinos, ne? Dem Demon Gun, das ist auch Albino. This one is strawberry, yeah. Strawberry. Also Albano. Okay. Also die nennen die Zuchtform Erdbeere und die Zuchtform ist ein Albino, also hat rote Augen. Und they hold only 2 weeks around in this in this packages, yeah. Just came out of water maybe 2 weeks. Okay. And just can put in this small container 2 weeks. Okay. And also more, yeah, because this is our law in Taiwan. Okay. Yeah. Sie haben ein Gesetz in Taiwan, dass die Tiere nur 2 Wochen außerhalb des Wassers gehalten werden dürfen. Und deshalb halten sie die auch hier nur so kurz. Und wenn der Sascha gleich mal so einen Überblick macht, das sind wahnsinnig viele Behälter, muss ja auch alles einer pflegen. Und deswegen macht das mit den 2 Wochen wahrscheinlich auch für ihn wirtschaftlich Sinn, die Tiere nicht allzu lange einzeln zu halten und zu pflegen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal einen Überblick. Ja. Vielleicht noch eine kurze Info an die Zuschauer, weil vielleicht ein paar Fragen aufkommen oder ein paar Kritiken, dass das hier ziemlich klein ist. Die Frösche brauchen eigentlich gar keinen Platz. Die leben ja in der Natur einfach unter einem Stein und wohnen da halt und bewegen sich nicht großartig. Deswegen ist das halt, auch wenn es sehr, sehr klein aussieht hier mit den Behältern, auf jeden Fall ausreichend für die Tiere.
nur für euch auch zur Info, er meint jetzt, der Bestand, den er gerade hätte, wäre nicht besonders groß, weil sie gerade erst einen großen Export hatten. Aber wie wir ja sehen werden und auch schon gesehen haben, ist einiges da. Ja. Gut, also hier hat er mir gesagt, ist das Kapital der Firma untergebracht. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier an. Hier sind die Tiere, die noch einen Schwanz haben. Die sind untereinander noch friedlich, das heißt, die muss man noch nicht trennen. Dann spätestens, wenn die anfangen oder wenn die den Schwanz abgelegt haben sozusagen, der bildet sich zurück. Das sehen wir hier unten. So, und hier haben wir dann Tiere, die den Schwanz schon deutlich zurückbilden. Und die werden dann praktisch selektiert und da kommen dann die Tiere ohne Schwanz, werden dann einzeln gesetzt. Und nicht, dass ihr euch jetzt erschreckt, die haben extra für uns die Tiere zusammengesetzt und das Wasser abgelassen, damit wir beim Filmen es leichter haben und mehr sehen. Also auch hier sind normal dann nicht so viele drinne. Nur man kann es auch sehen, das Wasser ist abgelassen fast komplett. Ja, das sind wir zum Filmen jetzt, ja. Genau, damit wir halt gut filmen können und keine Unterwasserkamera bräuchten, weil auch hier bei den Reptilien, muss ich sagen, finde ich ganz super, was die hier für Hygienemaßnahmen einhalten. Ich werde es euch gleich mal zeigen. Alles tipptopp gepflegt. Die arbeiten hier, wenn die irgendwo reinpacken, mit Handschuhen, desinfizieren sich die Finger und, und. Also hier wird viel Wert darauf gelegt, dass die Tiere gut gehalten werden. Okay. Ja, und ja, wie gesagt, hier sitzt das Kapital der Firma. Hier können wir sehen, wie eine andere Art sortiert wird. How was this one? Which species? Giant faceted frog. Okay. Also no. Giant. Yeah, giant. Faceted. P-I-E-I-X. Okay, faceted. Maybe also called African bullfrog. Okay. Hier haben wir den African Bullfrog, wenn ich es 1:1 übersetze, afrikanische Bullenfrosch. Vielleicht, Sascha sucht nochmal einen richtigen wissenschaftlichen Namen raus. Blenden wir euch ein, ja. Die werden hier sortiert. Und zwar sieht man da, wie der Mitarbeiter das Netz nimmt und sucht nach Tieren, die schon an Land gehen können. Und die sortiert er dann in den Behälter. Und die kommen dann wieder in einzelne Becken, wo dann nur Tiere drin sind, die praktisch schon landgehfähig sind und die sich dann da drin weiterentwickeln. Okay. Also die Kleinen hier oben, die noch im Wasser drin sind, ca. 18 bis 20 Tage alt. Und dann werden die nochmal ca. 8 Tage in der Landform gehalten. Okay, und dann, wie geht's dann weiter? Danach gibt es nochmal einen Schritt. Die werden dann auf ca. Körpergröße 2 bis 3 cm weiter aufgezogen und kommen dann in den Verkauf. Also das praktisch noch mit Schwanz. Also without tail. Yeah, without tail. In dieser Größe sind sie dann. Sorry. In dieser Größe sind sie dann ohne Schwanz. Ah, okay. Ja, okay. Achso, was ich euch noch sagen wollte, wir sind hier am Rande der Berge. Taiwan, wenn ihr euch das mal auf der Karte anguckt, hat in der Mitte ein Gebirge, genau in der Mitte von der Insel. Und wir haben hier super Wasserwerte. Also das Wasser kommt hier aus dem Regenwald, aus den Bergen raus. Und er hat hier super Wasserqualitäten. Also wenn man, Sascha kann ja gerade mal hinfilmen, ihr habt hier praktisch fließend frisches Wasser im Durchsatz. Und hier gibt es ganz viel Wasser. Und das Wasser ist in einer super Qualität, ist uns eben nochmal gesagt worden. Also die haben hier beste Voraussetzungen für die Tiere. Okay, da kann man vielleicht nochmal filmen. Da sind nochmal Tiere in der Phase, bevor man sie trennen muss, also praktisch mit. Okay, also alles, was noch einen Schwanz hat, kann noch zusammensitzen. Genau. Alles, was dann keinen Schwanz mehr hat, muss getrennt werden. Ja. Da sind. Hier sind Kaulquappen, ganz kleine. Die sind so ungefähr in der Größe, wie ihr so bei euch aus dem Gartenteich in Deutschland kennt. Und jetzt zeige ich euch gleich mal die großen Kaulquappen. Also wie gesagt, das war jetzt gerade die Größe, wie ihr sie von zu Hause kennt. Und hier sind die dann so eine Nummer größer. Mal so im Vergleich zu meinem Finger. Oder hier unten, im Vergleich zur Hand. Da ist schon einiges. So, hier können wir auch noch mal Tiere sehen, die kurz vor der Metamorphose sind. Das sind jetzt alles Pac-Man-Frösche hier und das da drüben waren eben. Das waren diese die Bullfrösche. Hier haben wir noch mal jüngere Kaulquappen, so gut wie alles Albinos. Und Sie können dann später erst sehen, was für Albinos das sind. Also, wir werden das auch noch mal sehen. Und wie gesagt, keine genmutierten Tiere, die wir nachher sehen, sondern alles Zuchtformen oder Selektionen von Tieren, die dann zu Zuchtformen
herangereift werden. Also Wahnsinn, was da für Farben dann nachher noch auf uns zukommen. Hier haben wir nochmal junge Tiere kurz vor. Die haben jetzt aber schon. Ah doch, die haben noch, die haben noch Schwänze. Das sah eben aus, als hätten sie keinen. Aber okay, cool. Und auch da wieder, wie gesagt, bitte nicht aufregen. Die sind jetzt zusammengesetzt, damit wir was zu sehen haben. Wasser abgelassen, damit wir gut filmen können. Wenn wir dann gleich weg sind, wird das Wasser wieder aufgefüllt, die Tiere wieder auseinandergesetzt. Also sieht man dann lauter leere Becken. Ja. And when they in this stage, they won't bite each other. So now it's safe to keep them together. Yeah. But after maybe 2 or 3 days, they need to separate. Okay, also die Tiere haben nur noch 2 bis 3 Tage, bis die auseinandergesetzt werden müssen. Dann fangen die an, sich zu beißen. Also, okay. Das geht jetzt ganz schnell. Ab der Größe, 2 bis 3 Tage, sobald die den Schwanz abwerfen. Yeah. Maybe you can also see this is the mutant frog. Mutant pigment. It just came out of water. Mutant. Yeah. Mutant, also Mutanten. You can see here, this one is start to change their eyes and their color. Ah ja, der verändert jetzt die Farbe und die Farbe. Okay, das sind praktisch Tiere, die noch nicht aus dem Wasser rausgehen können. Genau. Die sind auch kurz davor, bevor man sie trennen muss. Weil hier sind ja auch einige schon dabei, die jetzt keinen Schwanz mehr haben. There is any frogs without a tail. They don't bite. Yes. Uh-huh. Just because they just absorb. So now still can bite each other. But after 3 days, they will start to bite each other. Okay. So we need to separate. Also das ist jetzt wirklich ganz kurz vor der Grenze, 3 Tage, bevor sie sich anfangen zu beißen. Genau. Dann haben wir hier nochmal Kaulquappen. Ja, hier haben wir nochmal Kaulquappen auch drin. Auch alles Albinos. Hier haben wir Albinos und normale Farbvarianten. Ja, die sind von der Größe her so ein bisschen größer als unsere, die wir von uns zu Hause von den Kröten kennen. Und hier haben wir nochmal Tiere, die kurz vor der Metamorphose sind, bevor sie dann getrennt werden. Gut, okay, gehen wir eine Station weiter. Gehen wir eine Station weiter, genau. Jetzt wird es nochmal interessant. Hier haben wir Baumfrösche und zwar ist es dieselbe Art, aber in 2 verschiedenen Herkunftsvarianten. Eine von Indonesien, das sind die grünen, zu denen wir jetzt zuerst gehen. Mhm. Und dann die blauen, die kommen von Australien. Übrigens für euch zur Info, das sind Tiere, die schon lange, lange in Gefangenschaft gezüchtet werden, weil in Australien oder aus Australien gibt es schon ewig keine Tierexporte mehr. Nur, dass ihr Bescheid wisst, da gibt es nur noch Nachzuchten. Und vielleicht sollten wir gleich vor Anfang mal sagen, hier sind PVC-Rohre drin als, ich nenne es mal Deko. Das hat den Grund einfach zur Sauberkeit, nehme ich mal an, dass man das halt leichter reinigen kann und dass es steril ist, oder? Und die Tiere ziehen sich da auch rein zurück. Also sind alles nachtaktive Tiere, das heißt, jetzt am Tag ziehen sie sich zurück. Wir holen jetzt mal welche auf die Hand zum Zeigen und dann gehen die wieder in Richtung Schlafen. Okay. Okay. Maybe we can see them hide in the tube. Yeah. Okay. Der Demon zeigt uns jetzt, wie die im Rohr klettern und leben. Ich glaube, man sieht's ja. Da haben wir jetzt die blaue Variante aus Australien. Und wenn man die anschaut, sieht das immer aus, als wenn die halt anlächeln würden. Und sind deshalb sehr beliebt bei den Hobbyisten, weil die einen sehr freundlichen Eindruck machen. Stimmt, der grinst mich an, ja. Ja. Sehr cool. And they don't make any noise at normally? No. If they are male, they will call very louder at night. Or after or before raining. Yeah. Okay, also at night only. Yes. Okay. Also er hat gesagt, nur die Männchen machen Geräusche, die quaken dann sehr laut. Und nur in der Nacht und oder wenn es halt regnet. Also dann haben die anscheinend so einen Instinkt, die Weibchen zu rufen oder generell zu rufen. Okay. As you can see, this is very stable as the tree frog pet. So most people like this frog. Okay. And this Chinese name we call Lao Ye. And in Chinese means this is old papa or grandfather. Because they move very, very slowly. Okay. Also die Tiere sind sehr beliebt, weil die sehr stabil sind bzw. sich auch gut pflegen lassen. Und in China sagen sie zu den Großvater-Frosch, weil sie sich auch sehr langsam bewegen. Okay. Ja, also ist ganz interessant. Also ein Rentner-Frosch. Very, very suitable for being a tree frog pet. Because we can take the cricket, use our hand and feed them. Mm-hmm. They will eat. Okay. Und sie werden auch ziemlich zahm, ja. Ja, genau. Was er jetzt auch gerade gesagt hat, dadurch, dass die sehr zahm sind, kannst du die in der Hand füttern und es ist ein richtiges Haustier. Also da kann man anscheinend richtig gut pflegen, ja. Coole Sache. Okay, so.
Was sind die Haltungsbedingungen von denen? Also braucht man dafür irgendwelche spezielle Anforderungen? So, er sagt, also sie sind sehr einfach zu halten und alles, was man dazu wissen muss, findet man im Internet. Also ja. Da braucht man. Ja, und wie gesagt, hier drinnen sind jetzt einfach aus sauberkeitstechnischen Gründen keine Dekomaterialien aus Naturmaterialien, sondern halt diese PVC-Rohre, weil die halt einfach zu reinigen sind und das einfach besser ist für eine Zuchtstation. Ja. Dann haben wir jetzt, wie gesagt, hier auf der Seite die australischen und auf der anderen Seite haben wir die indonesische Variante. Hier ist ein grüner, sehe ich gerade. Genau. Vielleicht holen wir mal einen raus, das ist mit dem Gitter fokussiert die Kamera nicht so gut. Und der Demon wird uns jetzt hier auch noch mal einen zeigen. The Indonesia white tree frog. And they are more they are not too stable. But yeah. Mm-hmm. Okay. They are become more activity, yeah. Okay. Mm-hmm. Also die indonesischen Tiere sind aktiver wie die australischen, bewegen sich mehr. Und da muss man halt ein bisschen mehr aufpassen beim an die Hand nehmen, dass er halt einem nicht davon hüpfen. Ja. You can see the white spots on there. Yeah. And some people will call this a snowflake. Snowflake, okay. Yeah. It's like a breeding form. Yeah. Yeah. Yes. Okay. Also er sagt, das ist eine Zuchtform, die wird Schneeflocken genannt, wegen der weißen Punkte, die man auf dem Rücken der Tiere sieht. Ja, ich glaube, Moment, ich fokussiere das mal gerade. Ja, da sieht man die weißen Punkte. Okay. Ja. And you breed them in groups? Yes. Yes, okay. Und er züchtet sie praktisch in Zuchtgruppen, also mehrere Tiere zusammen. There's any special compliment with male and female, or this is not so? And the female one will become more bigger. Okay. And the male one smaller, and they will have the dark salt. Ah, okay. Also man kann sie zusammenhalten, die Weibchen werden größer und die Männchen haben eine dunkle Kehle. Da kann man sie dann dran unterscheiden, dass man weiß, wie man sie zu Hause unterscheiden kann. Okay, okay, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zur nächsten Station. Ja. Dann haben wir hier, so hier sehen wir die Zuchttiere von den vom Budget Frog. Budget Frog? Ja, Budget Frog. Also ich kenne sie auch als Budget Frog. Ich weiß nicht, ob die noch einen richtigen deutschen Namen haben. Auch das wird der Sascha euch dann zu Hause nochmal den wissenschaftlichen und den deutschen Namen raussuchen. Hier haben wir... This one, empty. Empty, okay. Yeah. We use the mesh to cover it, because they are very aggressive. When people come, they will jump up on water and want to bite you. Oh, yeah. Okay. So need to be very careful. Okay, also er sagt, wir müssen aufpassen, deswegen sind die Becken auch abgedeckt. Die beißen also und springen einen an, die sind anscheinend sehr aggressiv. Okay. And you pick them from the back, so they don't bite you. And you can see now water is now too very, it's very low. No. We don't keep them in whole water because now they are sleeping. Okay. After they sleeping, when they wake up, and they can breathe. Yeah. Okay. Also sie sind jetzt praktisch in einer Art Ruhephase mit wenig Wasser und wenn die dann wieder sozusagen Hochwasser oder mehr Wasser bekommen, dann fangen die an zu züchten. Und Tiere sind, wie gesagt, also sehr aggressiv. Also mehr oder weniger so ein Ebbe-Flut-System oder wie? Also die Tiere leben immer im Wasser und sie gehen praktisch in, wenn die Trockenzeit ist, wenn wenig Wasser da ist, gehen die in den Matsch rein, leben im Matsch, bleiben feucht. Wenn dann das Wasser wieder steigt durch die Regenfälle, fangen die an abzuleichen und gehen wieder ins Wasser zurück. Also ganz interessant. Und vor allen Dingen ja Riesentiere. Where did they come from in the nature? South America. Okay, die sind aus Südamerika ursprünglich und die haben die halt hier zum Züchten. Okay. From Argentina. Argentinien, okay. Yeah. Von Argentinien kommen die wohl ursprünglich, ja. Okay. Okay. So, jetzt gehen wir hier weiter. Hier sind die Elterntiere, die Zuchttiere, sind hier in Boxen untergebracht von den Pac-Man-Fröschen. Und zwar auch da wieder jeder einzeln, weil im Endeffekt die Tiere sich gegenseitig beißen und fressen würden. Die können Tiere fressen, die genauso groß sind fast wie sie. Alles, was in den Frosch reinpasst, wird gefressen. Did you know how is the maximum they can eat from the size? When one is 2 centimeters smaller than the next, or 5, or something like this? The safety size is just as like as his mouth. Her mouth. Her mouth. Yes. Okay, also es ist auch ein Weibchen übrigens. Und die Sicherheitsgröße wäre so, dass die Tiere größer sind wie das Maul. Ansonsten können die
gefressen werden. Diese Variante, die der Sascha jetzt gerade abgefilmt hat, hat den Namen... This one is peppermint? Yes, peppermint. This one is peppermint. Wir zeigen euch jetzt mal noch ein Pikachu. And we call the green one is matcha. Matcha. I don't know what this means in your country, but matcha is the drink. A drink in Japan. Ah, okay. Also es ist ein japanischer Drink, nach dem die benannt werden. Da werden wir mal recherchieren. Sascha bucht mal eine Reise nach Japan und wir werden mal gucken, ob wir da irgendwo den Drink kriegen. Und Mate-Tee. Okay, also da. Jetzt hat uns der Henk, der Übersetzer, die Reise nach Japan versaut, aber egal. As you can see, now it's all dry because they are sleeping now. Hey, 那个冬眠怎么说? Okay, also praktisch, wir haben jetzt da Tiere, die relativ trocken gehalten werden, die sind jetzt in der Winterschlafphase und auch dann wieder geht es danach zur Zucht. This one we say they breed the whole year when you want. Yes. Ja. Also die Pac-Man-Frösche sind in der Lage, das ganze Jahr über zu züchten. Du kannst sie also immer ansetzen, sobald das Weibchen Reife erreicht hat, also laich angesetzt hat, kannst du die ansetzen und haben keine saisonalen Zeiten, in denen die laichen müssen oder sollen. Okay, und aber die brauchen keine Winterstarre, weil das sind jetzt hier, also hier in Taiwan sind es jetzt, glaube ich, 27 Grad, ja, genau. Ja, jetzt schon und wir haben noch früh. Ja. And can you show us the Pikachu? You tell me before, ja. Also er hat uns vorhin gesagt, die beliebteste Variante in Deutschland ist der Pikachu. Pikachu, für alle die es nicht wissen, wobei sind wahrscheinlich die meisten. Pokémon. Pokémon, genau. Das ist, glaube ich, so der Hauptcharaktere von Pokémon. Und das ist so das beliebteste, was man sehen konnte. Das ist jetzt auch wieder ein Weibchen. As you can see, but this one is not Pikachu. This one we call Super Pikachu. Super Pikachu. They lost all their red spots on their back. You can see how are like the yellow yard. Also der nennt sich jetzt Super Pikachu. Der hat alle Farbe verloren und ist einfarbig und hat nicht diese Punkte am Rücken, die eigentlich typisch sind, die wir auch gerade eben bei dem Pfefferminze gesehen haben. Und das ist auch wieder was Besonderes. Wir werden uns jetzt mal noch den Pikachu anschauen. And can you show us the snowflake show me before? The snowflake with the black eyes. Also die Tiere lassen sich schon in Linie züchten. 60% der Tiere haben diese Merkmale, 40% gehen wieder auf die Naturform zurück. Und das ist eine... Man kann die Linien züchten, aber man kann nachher nicht sagen, welche Farbe da genau bei rauskommt. Das kann man dann erst machen, wenn die Tiere was größer sind. Und das hier ist eine sehr seltene Farbe. Die Augen sind komplett schwarz und der Körper ist weiß, deshalb Snowflake. Und ja, wie gesagt, was Besonderes. Ja. Den Pikachu brauchen wir noch. We need the Pikachu. Okay. Ja. Also wir haben jetzt mal gerade nachgefragt, allein nur bei den Pac-Man-Fröschen haben wir 400 Elterntiere, Männchen wie Weibchen, alle einzeln getrennt und der Mitarbeiter macht, he keep them the whole day or he makes something other at the working day. He is our manager, farm manager. But this is his working place, he also has a partner, but his partner today is work off. Okay, also... Two partner. Okay, also er hat normal noch zwei Mitarbeiter, die sich hier mitkümmern und er macht den ganzen Tag nichts anderes, wie diese Tiere zu pflegen, die Elterntiere zu pflegen. Okay. Und er ist noch zusätzlich der Farm Manager, also er kümmert sich hier um die Abläufe und ja, also... Jetzt sehen wir den Pikachu. Jetzt haben wir den Pikachu. Das ist der real Pikachu. Jetzt haben wir mal ein Männchen, vorher hatten wir jetzt sehr viele Weibchen. Man sieht vorne die Kehle von dem Tier, das haben die Männchen nur. So ausgeprägt und dann haben wir oben am Rücken diese roten Punkte und das ist praktisch diese Pikachu-Variante oder die Pikachu-Bezeichnung. Okay. Because Pikachu has the red spots, but only have the red spot on their back. Yeah. Okay. Four. Yeah. Also normal haben die but vier Punkte. This one is become a little bit super Pikachu. Yeah. Okay. We lost our Pikachu parrot. Okay. We want to improve our Pikachu into Super Pikachu. Okay. So we saw a loss of our breeding pair Pikachu to other countries. Okay. Also sie haben praktisch die Pikachu-Linie aufgegeben und sind jetzt dazu übergegangen, nur noch Super Pikachu zu züchten. Deshalb normal hat er vier rote Punkte, jetzt hat er nur noch zwei, weil sie weiter züchten in Richtung Super Pikachu. Das vielleicht für euch zur Info. Ja, so, jetzt gehen wir zum letzten Raum. Da haben wir einen sogenannten Kaltraum. Das heißt, der Raum wird mit einer Klimaanlage gekühlt.
und dadurch eine Temperatur von ca. 25 Grad erreicht. Hier haben wir die Hälterung hauptsächlich in diesen Plastikcontainern. Hier haben wir, this one was the Malaysia Hornfrog. Ja. Hier haben wir den malaysischen Hornfrosch. Das sind Männchen. This one are the male? Yes, this one is the male. This one, oh. Female. Oh, sorry. Das sind die Weibchen in dem Behälter. Mm-hmm. And a small one, let me show you. Hier. Jetzt zeigt er uns noch die Weibchen. Strikte Geschlechtertrennung. Here. Small one is male. Das sind die Männchen. And here we see the male. Yeah. Hier haben wir jetzt die Männchen. Die sehen ja auch lustig aus, ja. We love this a lot because they are very, very cool. Okay, also die Tiere mögen sie besonders gerne, weil die sehr entspannt sind. Mm-hmm. Oh, you can see. They are meeting now. Mm-hmm. Ah, die sind beschäftigt. Let me show. Yeah. Okay, see. Ah, die sind jetzt gerade bei der. Male and female together. Yes. Yeah. Die sind jetzt gerade bei der Paarung. Genau, hier sehen wir gerade eine Paarung von den Tieren. Das ist Männchen, das ist das kleinere Tier und Weibchen unten das größere Tier. Und die umklammern sich so. Das machen übrigens auch die Arten, die wir aus dem Aquarium kennen. Also die Hymnochirus böttgeri, zum Beispiel diese Zwergkrallenfrösche oder die Hymnochirus lebis, Sinopus lebis, die Krallenfrösche, die richtigen, die machen das genauso. Die umklammern sich auch und dann reiben die, glaube ich, die Kloaken aneinander. Aber das wissen die Froschleute besser wie ich. Ja. Da kenne ich mich auch nur bedingt mit aus. Hier haben wir noch ein Becken, wo da passiert auch die Zucht drinne. Die sind abgedunkelt und da, ja, da wird gezüchtet. Das sind Rotaugen. Baumfrösche, das sind auch Albinos in dem Fall. And how old are this one? This one maybe already 14 days. Okay, die Tiere sind 14 Tage alt, also noch relativ jung. How long they stay in the stadium? Need to wait 2 months. Okay, also 2 months old. Yes. Okay, also die Tiere wachsen im Verhältnis relativ langsam. Die brauchen noch 2 Monate, bis die verkaufsfertig sind. Ja. Dann haben wir hier Futtertierzucht. Hier werden die Kakerlaken gezüchtet als Futter für die Frösche. Okay. Und jetzt zeigt er uns noch, these are also the tree frogs. Yeah, red eye tree frog. Genau. Hier haben wir die Albino-Baumfrösche. Ne, da sind die Albino, oder? Nein, das ist Albino. Yeah. This is the normal one. Normal, okay. Hier haben wir die Albino-Baumfrösche, wo wir jetzt gerade eben die Babys von gesehen haben. The kids are from them, parents, yes. Yeah. Das sind die Eltern der Jungtiere, die wir gerade gesehen haben, also der Quappen. Und das ist die Normalvariante links daneben. So sehen die in der Normalform aus, wenn es keine Albinos sind. Die sind auch einfach zu halten oder ist das eher was Kompliziertes? It's easy to keep in Europe because okay. They need the low temperature. Also da haben wir jetzt gerade noch den Tipp bekommen, die sind wohl gut in Europa zu halten, weil die nicht so hohe Temperaturen brauchen und dadurch sind die relativ einfach zu halten. Okay. And this frog is the supermodel on very many TV shows. Okay. Especially in the animal plant or Discovery. Yes, they always use this frog to make the model animal. Okay. Okay, also er hat uns gerade noch gesagt, die Tiere werden als Modelle von den Tier. Ja, für Shows und sowas. Genau, ja, beim ganzen Dschungelcamp sieht man den Frosch auch immer. Genau, weil sie sehr entspannt sind und und alle hier gepflegten Arten sind ungiftig und somit können die Mitarbeiter hier gut arbeiten und es kann nichts passieren. Es ist also keine Art dabei, die irgendwie giftig ist oder die, wo was passieren könnte. Außer halt die Budget-Frösche. Die immer beißen, die am Finger hängen, ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir zeigen gerade noch mal schnell das Waschbecken hinten. Ja. Das fand ich ganz gut, dass es so sauber ist und wir haben vorne noch einen Teil vergessen. Und hier sehen wir den Arbeitsplatz von dem Manager und schaut euch mal an, wie sauber hier gearbeitet wird und wie gut hier sich gekümmert wird, dass die Hygiene passt von den Tieren. Ja, ich habe zum Beispiel auch die Anweisung bekommen, wenn ich jetzt nur der Wasserkamera hätte, ich hätte die vor jedem Becken desinfizieren müssen, dass keine Keime oder Krankheitserreger irgendwie hier verbreitet werden. Ja. Und deswegen haben wir es auch gelassen. Genau. Das ist besser, wir filmen das dann ohne Wasser. Because biosecurity is a very important thing in every farm. We always make the whole table clean. Yeah. After we work,
we disinfecting it. Yeah. Ja. Ich glaube, das muss man nicht übersetzen. Ja, genau. Ich übersetze euch trotzdem mal. Hier wird sehr, sehr sauber gearbeitet. Hier wird sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, sehr sauber zu arbeiten. Das ist so das Erfolgsrezept der Farm. Genau. So, dann gehen wir jetzt zur letzten Station, bevor wir uns weitermachen. Wir haben nämlich einen engen Zeitplan heute, den wir jetzt schon überschritten haben. Das ist aber oft so. Wer uns kennt, weiß, dass wir unsere Zeitpläne nie einhalten können. Oder fast nie. Das ist der, die nennen ihn ET Frog, Extraterrestrial Frosch, also außerirdischen Frosch. Der sieht doch so ein bisschen außerirdisch aus, ja. Und hier, this one was the budget frog. Yes. And hier sehen wir die Budget-Frösche, Jungtiere. Und die sind gerade eben gefüttert worden mit roten Mückenlarven oder die nennen sie hier Bloodworms. Okay, die fressen also gerade, ja. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen uns wieder auf den Weg, sagen thank you many much for your time and ja. For your visit. Vielen, vielen Dank. Hi everyone, welcome to Taiwan. Also wer von euch mal Zeit hat, der kann gerne nach Taiwan kommen und kann sich die Froschfarm hier genau. Mal anschauen. Okay, macht's gut, bis zum nächsten Stopp. Ja, und ich sage auch vielen Dank und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke, dass ihr kein Video mehr verpasst. Wir fahren jetzt zum nächsten Termin und ja, das gibt's dann im nächsten Video. Also, macht's gut, bis dann.